hast du die Zeit mit euren Kindern verbracht? Habe ich jetzt nicht so ganz gerafft. Also ich meine, ich habe einen Pop adoptiert, aber sonst habe ich keine Haustiere. So, ich glaube, jetzt kannst du mich inviten, ja. So. Ich habe übrigens an Weihnachten meinen Sockenplan umgesetzt. Ihr kennt doch den Scheiß, dass man immer halt, also dass Socken verloren gehen und bla und so. Deswegen war mein Plan so, ich schmeiße alle Socken weg, die ich besitze und ersetze sie durch 50 Paar neue gleichartige. Und das funktioniert? Ja. Also 50 mal schwarze Socken einfach, oder? Ja, genau. Die kannst du nämlich dann einfach in eine große Sockenkiste schmeißen und egal was du rausnimmst, es ist immer richtig. Und wenn einer verloren geht, ist auch scheißegal. Also, ich bin total zufrieden mit dem Plan. Kann ich starten? Ja, kannst du. Ja, du hast noch einen Wort. Ja, du hast noch einen Wort. Getex, ich war bei meiner Family zu Hause. Weil ich die Zeit mit was anderem verbracht habe, nee. Ich habe jetzt in letzter Zeit halt viel gelernt für mein Studium und ja, ist halt ein bisschen hardcore. Viel Stoff, aber. Hey, danke für den Follow, Alpha. Freut mich, Alpha, dass du ihn followst. Ich glaube, Alpha, bester Mann. Alter, ich war gestern einkaufen, gell? Und hab mir Klamotten gekauft. Und ich hasse Klamotten einkaufen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse, als Klamotten einzukaufen. Und dann, ach ja, warte ganz kurz, jetzt kann ich noch nämlich schnell meine. Ah, ich weiß, warum es geleckt hat, Getex. Weil alles auf High ist. Also ich bin nicht High, aber das Spiel. Sagt jetzt, vielleicht ist jetzt besser. Übrigens hab ich, als ich von meiner Familie heimgefahren bin, saß ich im Zug und der Typ mir gegenüber saß so dran und hat Bier aus einer Bierflasche in eine Apfelsaftflasche umgefüllt. Schlauer Typ, würde ich mal sagen. War es auch so eine richtig schöne PET-Flasche vom Aldi? Nee, es waren Glasflaschen. Ich dachte, ich habe das erst so gesehen und habe es gar nicht so richtig registriert. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir, was zur Hölle geht in seinem Kopf gerade vor? So, hey, ich habe Bier in einer Apfelsaftflasche, dann kann ich so, dann sieht man nicht, dass ich ein Voll-Alki bin. Voll-Alki und danach schon Bier sauer. Ja, es war übrigens 13 Uhr irgendwas, also. Easy going. Nee, ich hab, ich war beim Einkaufen und wir haben so einen fetten Modeladen, der heißt Modepark Röte. Und dann bin ich dahin. Ah, ist okay, ja. Und dann bist du, ja genau, und du bist ja als Single-Mann, wenn du einkaufen gehst, bist du diesen Verkäuferinnen einfach hilflos ausgesetzt. Also die stürzen sich sofort auf dich. Und kaum habe ich das erste Paar Schuhe, so eine Hand, schau mir so Schuhe an, denke, ah, coole Schuhe, kommt sie schon an und sagt, ah ja, hier, also die würden ihnen ja super stehen. Und so nach dem Motto, die stehen zu meiner Augenfarbe und sowas, denke ich mir, ich habe grünbraune Augen, die Schuhe sind schwarz, aber hey. Ich sage immer, wenn die Tanten kommen, sage ich immer, nein danke. Geh und weg, die war so richtig Frau. Penetrant, die war so richtig penetrant. Und dann hat sie auf jeden Karton, hat sie so ihr Siegel drauf geschrieben, sodass das auf sie halt geschrieben wird, damit sie halt quasi Provisionen kassiert, weil sie die Kunden halt betreut hat quasi. Und dann, als sie weg war, habe ich einfach alle Schuhkartons ausgetauscht. Anderen genommen, wo nicht ihr scheiß Siegel drauf war. Da stand ich unten an der Kasse, man guckt sie so böse, gell, weißt du, als irgendwann gecheckt hat, dass ich die umgetauscht habe, und dann sagt sie so zu mir, gefallen Ihnen die Schuhe? Und dann sag ich, ja, also, ich weiß nicht, ich hab, glaube ich, eine ganz gute Wahl getroffen und meine Tüten genommen und bin gegangen, Alter. Jetzt so den Hate geschoben. Aber einfach mal 600 Euro Klamotten gekauft, easy. Okay, minus 10 Dezibel reichen nicht. Als Mobbel. Hab dich jetzt auf minus 15 gestellt. Los jetzt, Waffen bereithalten. Ja, Basti, das wäre auch eine echt gute Antwort gewesen, Self. Waffen bereithalten. Ja, Basti, das wäre auch eine echt gute Antwort gewesen, Self. Das hätte ich auch sagen sollen. Ich hab Augen, wirklich? Ich sehe sie nicht. Ich hab mir mal ein Fahrrad gekauft und... Hab halt dann, war in so einem Fahrradgeschäft und so.
und hab dann ewig rumgetan und dann hat irgendwann, dann wollte ich so eins kaufen, das war relativ teuer und dann sagt der Typ so, ja, also ich dürfte das jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber in dem anderen Fahrradgeschäft, da die Straße runter, kriegen sie das gleiche viel billiger. Ich sagte, okay, danke, bin da hingegangen, hab's gekauft, war tatsächlich so 150 Euro billiger. Du bist ein Top-Typ, also wenigstens ist er ehrlich, ne? Naja, für die boah, Scheiße wäre er halt entlassen war. Worden, aber... Verteidigungslinie formieren, wenn besser für entlassen, Was ist das für ein Hundesmann? Was ist das für ein Hundesmann? Passt schon. Kannst du mir auf dem Retreat alles töten. Töte ihn! Der Russe hat Molotov. Ja, der hat wieder. Der andere Ami hat Nels. No. Null! Hauptgeschütz zerstört. Ha! Schon wieder Level 17. Was? Oh, Maxbett, yay. Besser, damit du es nicht lesen musst. Wieso ist er geschrieben? Nein, nichts. Was hat er geschrieben? Sag, ich will es wissen. Ich hab's schon wieder vergessen. Naja, gut, dass ein Pops in Streamer live ist, dann kann ich es mir nachher noch durchlesen. Nee, bei mir sieht man das nicht, weil meine Webcam drüber ist. Du Fotze. Nee, ich hab ihm nur geschrieben, run, baby, run. Und er hat geschrieben, irgendwie, du sollst seinen fetten Schwanz lutschen. Oh. Okay. Das finde ich. War wohl ein Deutscher. Ja? Ah, da ist er. Ach so, okay. Na gut. Naja. Ja, aber das kann man. Ich meine. Wenn man gewonnen hat, ist das ja immer so ein bisschen. Juckt's einen halt erst recht nicht. Achtung, das ist das Ziel. Oh ja! Oh, ich Idiot, ich hab doch gewusst, dass ich das so ganz nett. Wo sind die ganzen Tanks von den Assis? Die sind da in die Mitte gewandert. Ich krieg den Panther echt. Warte, ich klär mal auf. Ja doch. Das wird nett. Meine Püppchenkolonne wird... Ah, ich glaube nicht, das wird, glaube ich, kein One-Shot, aber... Könnte gut werden. Ja. Ist trotzdem kein One-Shot, glaube ich. Ah, doch! Der nächste One-Shot. Servus! Ah, da hat er keinen Bock mehr drauf.
ja, mein King Tiger auf einem. Das so zielbeliebt. Zielt auf die Mitte des Trupps. Schießt auf den Anführer. Ja! Get wrecked, bitch! Scheiß Bonus, nachdem sie abgetankt sind, oder was? Okay.